Seit Freitag, den 24. Februar 2023, ist die Stadtfeuerwehr Mura um ein topmodernes Einsatzfahrzeug reicher. Mit großer Freude und großem Interesse erfolgte die Übergabe. Herr Bürgermeister, das Fahrzeug wird ja doch zu einem großen Teil von der Gemeinde finanziert auch. Nach jahrelanger Planungsphase, jetzt ist es endlich da. Wie gefällt es da? Ich freue mich, dass dieses Projekt jetzt abgeschlossen werden konnte. Es hat ja doch eine gewisse Vorlaufzeit gebraucht, bis es heute hier am Platz steht. Und mit der Beschaffung dieses PLFC ist, glaube ich, wieder ein Meilenstein in der Feuerwehrgeschichte Mura geschrieben worden. Wenn man da den Vorplatz anschaut und den Fuhrpark, der hier aufgestellt ist, dann weiß man, dass da ungefähr 2 Millionen Euro an Fahrzeugen sich wiederfinden. Ist so eine Herkulesaufgabe für die Gemeinde einerseits, natürlich auch für das Land, den Feuerwehrverband, aber nicht zuletzt auch für die Freiwillige Stadtfeuerwehr, die ja auch immer mit wesentlichen finanziellen Beiträgen dazu beisteuert, damit wir diese Beschaffungen ordentlich und sauber finanziell abwickeln können. Herr Brandinspektor außer Dienst, du warst damals Hauptverantwortlicher, wie das soweit gekommen ist, dass das Fahrzeug bestellt werden darf, wenn man das so sagen will. Wie ist es dazu gekommen? Ja, es gibt eine Mindestausrüstungsrichtlinie, die vom Landesfeuerwehrverband vorgegeben ist. Und so, wie der Christoph schon gesagt hat, der war ja eigentlich der Verantwortliche von den Arbeitskreisen, wo eben dieses Fahrzeug, die Beschaffung gemacht werden musste, war es im 2020 soweit, dass dieser Arbeitskreis gegründet ist und in einer sehr intensiven Phase, möchte man sagen, und mittlerweile 2 Jahren ist es eben noch gelungen, dass man eben dieses Fahrzeug hier stehen hat. Die Frage ist berechtigt, wie ist es dazu gekommen? Wir haben ja 2015 haben wir eine Gemeindezusammenlegung gehabt und ich möchte den Rahmen jetzt hier nicht sprengen, aber es war ja nachher so, dass auf einmal in der Stadtgemeinde Mura 3 Feuerwehren waren und da möchte ich sagen, Gott sei Dank, weil dieser Sicherheitsaspekt natürlich dementsprechend hoch auch ist, aber der Gesetzgeber hat auch ganz klar geregelt, wenn hier eine Gemeinde ist, dann darf nur eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen sein. Und in diesem Fall hat es noch eine Fahrzeugkonzeptbesprechung gegeben, das war beim Landesfeuerwehrverband, da waren dann anwesend der Bürgermeister, ich, war dort unten die Kommandanten von Lasnitz und von der Stolzhalpe und im Vorfeld haben wir uns noch geeinigt, aufgrund von dieser Mindestausrüstungsrichtlinie, welches Fahrzeug das Mura bekommen sollte. Es war die Entscheidung, ob wir wieder ein gleiches Fahrzeug, also dieses Kleinlöschfahrzeug, was wir bis jetzt gehabt haben, kriegen, oder ob wir hier auf dieses PLFC umrüsten, weil wir uns nachher gesagt haben, naja, das KLFA würde mehr Sinn machen, wenn es in der Lasnitz stehen würde. Und der damalige Kommandant der Hauptbahninspektor Gerhard Holzer hat es sehr begrüßt und wir haben dann gesagt, das passt uns auch recht gut, weil wir sehr viele Dankwünsche da haben und im Prinzip hier auch die Maschinisten vorhanden sind. Aber auf der anderen Seite möchte ich sagen, mit dem PLFC ist es so, dass man mit dem B-Schein auch fahren kann. Und somit glaube ich, wirklich praxismäßig sehr gut für uns und jeder Mann bei der Feuerwehr, der einen B-Führerschein hat, kann mit diesem Fahrzeug fahren und somit einsatzbereit. Und heute kann ich nur sagen, bin ich froh, dass das da ist. Und es ist wirklich ein schönes, gelungenes Fahrzeug mit einem durchdachten Konzept. Danke sehr. Ja, Herr Oberlöschmeister, du warst der Hauptverantwortliche vom Arbeitskreis. Endlich ist die Arbeit getan, das Fahrzeug steht da. Kannst du uns ein paar technische Details nennen? Ja, bei dem hier heute angelieferten Fahrzeug handelt es sich um die Ersatzbeschaffung für unser mittlerweile 27 Jahre altes Kleinlöschfahrzeug. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein BLFC, das steht für Berge- und Löschfahrzeug mit Container. Die Besonderheit an dem Fahrzeug ist, wie gesagt, dass es mit 2 Containern ausgerüstet ist. Ein Container ist ein sogenanntes Technikmodul. Das Technikmodul ist eben, wie es der Name schon sagt, für technische Einsätze konzipiert. Sprich Türöffnungen, Hochwassereinsätze, wenn zum Beispiel Straßen verlegt sind, Motorsäge ist drinnen. Und das Tragkraftspritzenmodul ist eben für die Löscheinsätze konzipiert. Sprich, dort befindet sich eben die Tragkraftspritze drinnen und wasserführende Armaturen und Feuerwehrschläuche eben, um Löschwasserleitung herzustellen für einen Löscheinsatz. Am Fahrzeug selbst ist noch zu sagen, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Fahrzeug der Marke Toyota handelt, verfügt über 204 PS, hat einen Allradantrieb und ist mit einer Differentialsperre ausgestattet. Das Besondere an dem Fahrzeug ist zusätzlich, dass wir eine Frontseilwinde verbaut haben. Mit der Frontseilwinde können eben auch Bergearbeiten von verunglückten Fahrzeugen durchgeführt werden. Weiters ist noch eine komplette Lichtanlage verbaut, sprich ich habe ein ganz tolles LED-Licht drauf für die Ausleuchtung von der Einsatzstelle und eben, dass ich, wenn ich mich in ein Einsatzgebiet begebe, wo ich schlechte Sicht habe, kann ich noch zusätzlich ein Licht einschalten, dass ich eben für den Fahrer sicher gute Sicht ergibt. Die Kosten vom Fahrzeug
In der Ausführung belaufen sich bei 120.000 Euro und wird von Gemeinde, Land und von der Feuerwehr finanziert. Du hast die Ehre, dass du da die Patenschaft übernommen hast, oder du hast die Patenschaft übernommen. Wie gefällt dir das? Danke, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich als Fahrzeugpatin darf sein. Und ich wünsche der Feuerwehr Mura gute Fahrt, viel Glück fürs neue Fahrzeug.